Tanja, ich hab Kaffeedurst! Danke. Das war eine Wahnsinnsnacht. Mhm. Kann ich auch. Das ist so schön, wenn das so sanft schaukelt, das gibt's gar nicht, ey. Mhm. Sag mal, wie spät ist denn das eigentlich? 9, wir haben noch Zeit. Wir haben ja erst zur dritten Stunde. Aber ich glaube, wir kriegen heute die Mathearbeit wieder. Boah, da darf ich gar nicht dran denken, ey. Ach, abwarten. Außerdem, nach den 2 Stunden Mathe ist es schon wieder vorbei. Huch, was macht er denn hier? Hey, hast du einen Kaffee gerochen? Was macht ihr denn hier? Erstmal guten Morgen. Sag mal, passiert das jetzt öfter oder wie? Hey, hast du was? Ich meine, du hast dich doch seit Monaten nicht um das Boot gekümmert. Ja und? Aber jetzt wieder. Wir holen es aus dem Wasser und machen es wieder segelfertig. Wer? Felix und ich. Ist irgendwas? Nee, nichts, gar nichts. Ich will nur die Dinger hier ins Wasser bringen. Willst du auch einen Kaffee? Nee, danke. Hey, irgendwas stimmt doch nicht. Nervt sich nur, dass ich mit Felix hier bin, oder? Ach. Wenn du mal segeln willst, ist das ja kein Problem. Aber eigentlich haben Oma und Opa mir das Boot gegeben. Na, wenn schon, dann geliehen, oder? Dann ist es halt eine Dauerleihgabe. Fängst du jetzt an, Erbst zu zählen, oder was? Tschüss. Blöd, Mann. Komm, Felix, wir hauen hier ab. Hier stinkt's. Lars, feine Arbeit. Danke sehr, Doktor. Felix. Und ich komm auf keinen Fall rein, ey. Komm, mach schon auf. Tanja. Aha. Zeig mal her, was hast du noch? Nee, du zuerst. Ach, Mann, Tanja. Nein! Nein! Nein, ich werd verrückt! Sie sehen also, Felix, es geht. Wenn Sie nur wollen. Mann, eine 2 in Mathe, ey. Ich werd wahnsinnig. Sie sehen also, Felix, es geht, wenn Sie nur wollen. Sag mir, was hast du? Ach so, ja, nee, schon klar. Nur 1. Gratuliere. Gratuliere. Wenn ich nun auf die Hausaufgaben zurückkommen dürfte. Wir beschäftigen uns mit der Korrektur dieser Klausur. Die beste Zusammenarbeit überhaupt, ey. Ja, das ist besser als Biologie. Oh, Mann! Hey, hallo. Also, wenn ich jetzt noch mal auf die Hausaufgaben zurückkommen dürfte. Ich bitte darum. Oh. Da vorne. Ist das nicht dieser Felix bei ihr? Ja, ja. Ach, da bin ich ja froh. Wieso? Oh, Tanja hat sich ganz doll verliebt. Hm? Ich glaube, sie ist auf dem besten Weg, den Tod von David zu überwinden. Ich sehe schon. Ich muss mich nur 2 Wochen ins Krankenhaus legen und schon passiert alles Mögliche. Hey. Hallo. Das Hallo, Tanja. Schön, dass du wieder da bist. Hallo. Klar. Ich gehe schon mal ins Haus. Das ist übrigens Felix, mein Freund. Tja. Guten Tag. Grüße. Freut mich. Hallo, Felix. Hallo. Dann wollen wir mal. Du, Tanja, wir machen heute Abend ein Familienessen. Ja, jetzt, wo Papa wieder da ist. Ich habe mir extra freigenommen. Ich koche. Oh, dann musst du aber kommen, Tanja. Na, komm erst mal rein, ja? Ja. Ah, Herr Bösing. Ich komme gerade auf. Ben. Bille. Das hast du wirklich toll gemacht. Damit hast du mir eine echte Freude gemacht. Hey, was ist denn los? Soll ich mal rausgehen? Bille, was ist denn los? Ja, ich muss eh noch in die Buchhandlung unsere Bestellung abholen. Was für eine Bestellung? Maria Stuart brauchen wir in einer Woche. Ich hab's für dich mitbestellt. Danke. Wir treffen uns dann am Hafen, okay? Okay. Tanja. Tanja. Das ist ein Cabrio. Unglaublich. Im Cabrio und mit Handy. Toll, Tanja. Tag. Fettes Teil, ey. Unglaublich. Der Hans wird sich echt. Was ist denn los?
guck mal. Oh Mann, verkauft. Ich hätte nie gedacht, dass sie die Mühle verkaufen kann bei den Preisvorstellungen. Hast du wahrscheinlich eher gehofft, dass sie sie nicht verkaufen kann. Vielleicht sollten wir mal reingehen, ne? Warum nicht? Um was geht's denn? Willes Mutter hat sich von ihrem Mann getrennt. Den Tim, kennst du doch, der war Ansager auf dem Rundfahrtschiff. Ansager ist gut, ja, aber ich weiß schon, ja. Oh Mann, die Wille tut mir echt leid, die ist schließlich in der Mühle aufgewachsen. Naja, jetzt nach der Trennung versucht halt die Mutter das Haus zu verkaufen und da so viel Kohle wie möglich rauszuschlagen. Die ist halt als Besitzerin eingetragen. Wer versucht nicht so viel Kohle rauszuschlagen wie möglich, hm? Die Seite kenne ich ja von dir noch gar nicht. So. Jetzt fangen wir mal an. Ja. Ich verstehe gar nicht, wo Tanja bleibt. Hallo. Hallo, bist du endlich? Hallo. Kann Felix mitessen? Ja, klar. Wir rücken hier noch ein bisschen zusammen, dann können wir noch ein Gedeck auflegen, ja? Ach, keine Umstände, bitte, das ist wirklich nicht nötig. Das war auch eher als Familienessen gedacht. Also, so war es nicht gemeint. Sie können gerne mitessen, ist ja genug da. Vielleicht will er ja auch gar nicht, hm? Ich muss eh noch die Bücher wegbringen und nachher treffe ich mich mit dem Udo am Strand. Wieso der kann vielleicht den Außenborder reparieren. Wir sehen uns. Tschüss. Wiedersehen. Ich fass es nicht. Was sind das für Töne? Nehmt schon mal die Servietten vom Teller. Ich will noch essen. Ich möchte wissen, was das soll. Tanja. Cool down, Sister. Felix wollte überhaupt nicht. Du musst es ja wissen. Ja, wahrscheinlich hast du ihm wieder tausend Sachen versprochen. Hm? Muss ja auch unwahrscheinlich toll für ihn sein, mit Familie Büsing zu essen. Was mischt du dich da überhaupt ein? Das Spiel ist ja auch nicht hier. Ja, warum wohl? Kinder, jetzt hör doch mal auf, bitte. Was soll das heißen, warum wohl? Das weißt du ganz genau. Tanja, setz dich. Schluss jetzt, keinen Streit, bitte. Keinen Streit? Wenn ihr meinen Freund rausekelt, ihr könnt mich mal. Tanja. Guten Appetit wünsche ich noch. Hi. Tanja. Na? Wisst ihr, wo Felix ist? Da, wo das Bein war. Ich will übrigens ungern. Da, wo das Bein war. Zwei vor. Willst du nicht doch was trinken? Nein, danke. Ich meine, wenn ich mich mal in die Lage von Jörg versetze, ist auf jeden Fall erstmal ein Hammer, ey. Na klar. Mensch, da kommt deine Freundin zu dir und sagt, du wirst Vater. Das ist... Sowas muss man erstmal verdauen, Mensch. Ja, verdauen, wie sich das anhört. Ist doch so. Ja, weißt du, ich... Hallo. Hallo. Was machst du denn hier? Familientreff schon zu Ende? Oh. Nee, ich hab's abgebrochen. Ich hab keinen Bock mehr. Die können mich mal. Und wo bleiben wir denn heute Nacht? Ja, wo wohl? Kommst du auch noch mit? Ja. Schönes Liebesnest. Könnte ich richtig neidisch werden. War Jörg noch nie mit dir hier? Nö. Aber weißt du, Schiffe sind doch nicht so meine Sache. Mir wird gleich schlecht davon. Ganz schön romantisch hier. Ich glaube, jetzt wird mir langsam schlecht. Ich gehe. Findest du das Auto alleine? Klar. Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Nacht. Und wir? Hast du doch gehört. Sie hat uns eine gute Nacht gewünscht. Der reinste Wahnsinn, ey. Der reinste Wahnsinn. Ah. Und das hat die Mutter von Billa alles so verkauft, ne? Ja, leider. Mann, was man daraus alles machen könnte. Ja. Ich habe hier auch eine Menge erlebt. Als Billa und ich klein waren, haben wir hier im Garten immer gespielt. Und da in der Wanne haben wir im Sommer immer geplanscht. Wenn das Wasser noch zu kalt war, ist Tim in die Küche gegangen, hat es warm gemacht und dann saßen wir hier draußen im Garten wie in der Badewanne. Und im Winter, wenn Eis drauf war, haben wir mit Löffel und Gabel da drin rumgehackt. Hat total Spaß gemacht. Das ist verrückt. Überall, wo ich mit dir hinkomme, ist es wunderschön. Tim hat gesagt, der Außenborder ist hier drin. Er wollte uns irgendwo einen Schlüssel verstecken in der Dachrinne. Hier ist nix.
Ah, ich hab ihn. Ups. Und wir können den Außenborder einfach so mitnehmen? Ja, Tim weiß sowieso nicht, wohin damit. Und bevor die neuen Mieter den kriegen, holen wir ihn. Wenn ich das alles hinter mir habe, mache ich drei Kreuze. Frau Merkel, machen Sie sich keine Sorgen, es geht alles hundertprozentig in Ordnung. Wer ist denn das? Das ist die Mutter von Kalle und die Maklerin. Ja, und jetzt? Da ist sie raus. Aber wieso verstecken wir uns eigentlich? Ich meine, Tim hat uns den Außenborder gegeben, dann können wir den doch auch holen, oder? Das hier ist das Wohnhaus und die Atelierräume, die sind. Ja, Frau Merkel. Tanja, was treibt ihr denn hier? Das ist mein Freund Felix. Tag. Tag. Tim hat uns den Außenborder versprochen. Wir haben gerade die Mühle verkauft. Ja, Gott sei Dank. Ich habe ja hier auch eine Menge erlebt. Tanja, Orte muss man hinter sich lassen können. Wenn dich etwas bindet, dann wird das schnell zu einem Mühlstein, der dich nach unten zerrt. Ich weiß, das können nicht alle so sehen, aber manchmal ist ein Ende mit Schrecken besser als ein Schrecken ohne Ende. That's life. Gefällt's Ihnen? Wow, so eine Mutter würde ich an den Mann klatschen. Ich würde Bille bestimmt auch gerne ab und zu tun. Oh Mann. Ich mag dich. Ich auch. Du magst dich auch? Hey, du weißt genau, was ich meine. Wie heißt das Buch nochmal? Geheimnis der Pyramiden. Aha. Hallo. Hallo. Ich hol mir gerade meine CDs. Hast du die von den Doors gesehen? Nee. Aber ich wollte ganz gerne. Ach, guten Abend. Guten Abend. Kannst du mal eben kommen? Ich wollte kurz mit dir reden. Kannst ruhig sagen, was du willst. Felix kann das ja hören. Naja, ist auch kein großes Thema. Gestern, als du weg bist ohne eine Nachricht, wir haben uns schon Sorgen gemacht. Wann hört das eigentlich endlich mal auf? Felix wird das vielleicht verstehen. Wir möchten einfach gern wissen, wo du dich aufhältst. Ja, klar. Du bist ja auch noch nicht volljährig. Ja, aber bald. Und dann ist es eh egal. Auch dann. Hey, Tanja, ist ja nur echt kein Problem, wenn deinen Eltern sagst, wo du dich aufhältst. Eben, meine ich doch. Also ich denke, wir haben uns verstanden. Schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss. Ach, fällt mir noch ein. Ich meine, also Felix, nicht, dass du glaubst, wir hätten was dagegen, wenn du auch mal hier übernachten willst. Ja, danke. Schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank. Wofür? Dass du mir so wunderbar in den Rücken gefallen bist. Geh doch gleich mit ihm ein Bierchen trinken. Noch was? Nein. Manchmal bist du ganz schön wiesig, weißt du das? Ja, ich weiß. Ich kann mir nicht helfen, ich liebe dich so, wie du bist. Ich muss ja eigentlich die Frau Schneider. Ach, hör mir auch mal für die Frau Schneider. Hi! Hallo, na? Hallo. Hi. Und es bleibt dabei heute. Wir fangen wieder an, ne? Heute Nachmittag. Was mit dem neuen Schlagzeuger? Ist alles klar? Ich habe ihm Bescheid gesagt, ja. Wo habt ihr ihn überhaupt her? Haben wir auf einer Fete kennengelernt. Der ist ganz gut. Fangt ihr endlich wieder an mit der Band, ha? Echt? Ja. Ist doch super für euch. Was macht die denn hier? Ja. Bille? Da seid ihr. Ihr habt im Moment Zeit. Ja, wieso denn? Was ist los? Jörg ist verschwunden. Der sollte gestern auf den Lehrgang nach Bad Doberan, ist aber nie da angekommen. Was? Ich weiß nicht, wo der steckt. Ich habe bei der Polizei angerufen, aber dem liegt nichts vor. Was haben wir denn jetzt noch? 2 Stunden Bio. Da können wir gut drauf verzichten. Was kommt? Was hast du denn vor? Dreimal darfst du raten. Mit dem Schiff weg.
Und wenn nicht? Wer denn sonst? Außerdem würde das zu ihm passen. Schon früher, immer wenn irgendwas los war, ist er erst mal für ein paar Tage verschwunden. Und wohin? Da drüben ist eine kleine Insel mit einer Anglerhütte drauf. Da waren wir früher oft mit meinem Opa. Vielleicht ist er da. Wie wollen wir da hinkommen, ey? Ich kenne hier den Hafenmeister. Vielleicht leitet er uns ein Boot. Hey! Vorsicht! Ich hab eine Leine im Wasser! Wir sind mal die Vorderleine. Was wollt ihr hier? Hat Billa euch geschickt? Sehe ich so aus, als würde ich mich von ihr schicken lassen? Was fällt dir eigentlich ein, einfach das Boot zu nehmen, ohne mich zu fragen? Weil es dir nicht gehört, verdammt. Und wir sind doch bisher immer gut damit gefahren, oder etwa nicht? Jetzt sei doch nicht so bescheuert. Hey, Billa geht's total schlecht. Ja, frag mich mal. Jörg, die ganze Sache mit Wille, ich glaube, das ist ernster, als du denkst. Menschenskind, was soll ich denn machen? Ja, vielleicht einfach Bescheid sagen, wenn du abhaust. Der geht's total schlecht. Wenn ich nicht will, ich komme immer auf denselben Punkt. Ich will das Kind nicht. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Aber kannst du dir nicht vorstellen, dass du es einfach noch viel schlimmer machst, wenn du wegläufst? Die hängt doch total in der Luft. Ja, frag mal, wo ich hänge. Ich weiß doch selber nicht mehr, wo es lang gehen soll. Kapiert ihr das nicht? Ist klar, kapieren wir das. Ich möchte nicht in deiner Haut stecken. Tja. Aber du kannst nicht... Wille will es nicht mehr wissen. Wir haben immer gesagt, solange wir zusammen sind, wenn mal irgendwas passiert, von wegen Schwangerschaft oder so, dann... Was denn? Ach, vergiss es. Es ist doch egal, was ihr immer besprochen habt, was ist, wenn. Jetzt ist es passiert. Das ist doch eine völlig neue Situation. Ich will jetzt noch kein Kind. Verdammt. Sie ist im Moment im Koma. Mehr können wir leider nicht sagen. Aber Wille ist schwanger. Woher wissen Sie das? Weil sie es uns gesagt hat. Einen Moment. Wie viel Monat? Ich weiß es nicht, aber sie hat es mir erst gestern erzählt. Also, es kann noch nicht so lange sein. Danke, das ist eine wichtige Information. Ja, aber ich weiß nicht, ob das jeder wissen soll. Das wird keiner erfahren. Wir werden nur unsere Medikation darauf einstellen. Wie geht's ihr denn jetzt überhaupt? Schleudertrauma und Brillenhämatom. Brillenhämatom? Ja, schwere Prellung. Und was das Koma betrifft, da können wir nur hoffen. Kann das dem Kind geschadet haben? Das ist schwer zu sagen. Sie entschuldigen mich jetzt bitte. Tut mir leid. Ich kann mich wirklich an gar nichts erinnern. Herein. Okay.